So, da sind wir dabei. South Park, der Stab der Wahrheit. Weiter geht's. Wir haben was Geiles am Arsch. Wer hat gedacht, dass es eine gute Idee ist, mit dem Satz anzufangen? Ich weiß auch nicht. Ja, wir haben eine Alien-Sonde im Arsch, falls ihr euch fragt, was ich meine damit. Und mit dem Ding können wir allerlei Sachen machen. Wir können uns hin und her beamen, wenn wir diese Teile hier finden, die auch überall in der Stadt verteilt waren. Und wir können Türen damit öffnen. Und ja, wir haben Randy getroffen beim letzten Mal und er hat gesagt, wir müssen hier mit diesem Fahrstuhl weitergehen. Should be one above you in probe maintenance and another below you in the atmospheric processor? Yeah, I know this stuff. Can't remember which one you want though. Been a while since I did this. Okay. Edward, du hast schon ganz schön Ahnung von dem. Deaktiviere das Alarmsystem des Schiffs. Okay, schauen wir mal. Alienanzug, Mana-Trank, Gesundheitstrink und Machtstrank. So wie eine zerstörte Laserpistole. Aber trotzdem mal mit. Was kann der Alienanzug? Ist er einfach Alienhaut oder was ist der Hölle? Fühlt sich wie ein Push-Up-BH für deinen Schließmuskel an. Aliens sind schon ganz schöne Popo-Piraten, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Du hältst ein Schild, der zwei Treffer zu Beginn eines Kampfes blockt. Ich sehe noch eine Weile aus wie Link. Passt schon. Ja, da können wir rüber dann. Können wir auch theoretisch wahrscheinlich gleich darauf, oder? Yeah, Baby. Das hat gut funktioniert. Wobei, lass mich erstmal ganz kurz hier raus. Lass mal gucken, ob ich da an der Konsole irgendwie rumschwingern kann. Ach so. Okay. Lass mal. Oh, okay. Halt mal. Halt mal. Nein, nein. Shit. Zurück. Kommando zurück. Lass mal kurz schauen. Oh, es ist die Weltraumpolizei? Holy shit. Jetzt wird's ernst, wenn die Weltraumpolizei hier ist. Tempodrank, Stärketrank, benutzte Jargon. Das ist ein Dildo. Das ist ein Space-Dildo, Mann. Echt jetzt? Ein Jargon? Ach du heilige Scheiße. Bin ich hier noch reingeraten? Ist das ein Alien-Ei? Kannst mich mal. Hello, is this recording? If you are hearing this, I've been taken hostage on some kind of alien ship. The aliens did unspeakable things to my rectal cavity. But I've broken free. I'm so scared and alone. I must find a way off this ship. Oh God, they're coming. Why am I standing here making an audio log? I don't have time for this. Leave me alone! Endlich mal jemand, der es versteht. Was zur Hölle? Du wirst von irgendwelchen Viechern verfolgt, aber hast noch Zeit, einen Audiolog aufzunehmen. Das ist eine Sache, die mich auch immer wieder genervt hat in Games. Und South Park sagt mal wieder, wie es ist, so wie immer. Wenn ich da runtergehe, muss ich einen Bullen boxen. Halt mal, wenn ich da runtergehe, kann ich einen Bullen boxen. Nicht muss ich, kann ich. Komm her. Wenn ich schon mal die Chance habe, die Weltraumpolizei zu boxen. Ein bisschen mehr HP als die anderen. Oh, Alien-Wächter. Holy shit. Denkst du, du hast was Besseres? Beim Stock. Mit deinem Jargon in der Hand. Raumfahrt-Taser. Was eine Pussy. Und das nennt der Polizei? Na gut. Was haben wir denn? Testen wir das nochmal. Sturm der Bulle. Ich glaube, zu diesem Mal ein bisschen besser. Machen wir mal. Okay, okay. Wenn man es richtig anwendet, ziemlich mächtig, vor allem gegen die Schilder, wie es aussieht. Ja, schlaf gut. Fuck Mu vielleicht. Was hast du dabei? Weltraumgeld, Gesundheitstrank, zermatschter Augapfel. Köstlich. Sein Mittagessen. Was haben die mit zermatschten Augäpfeln? Gab's da oben noch irgendwas? Oder... Da hinten? Nope. Irgendein Ventilatorschacht, was auch immer. Warte mal. Ich muss jetzt in die Richtung nochmal schauen, ob da irgendwas war. Ich habe nicht wirklich nachgeguckt. Da kann ich mich da hochbeben, okay? Okay, ob ich jetzt da oder da lang weitergehe, ist dann auch irgendwie... Ich gehe erstmal nach unten. Da war ich zuerst, deswegen jetzt gehe ich erstmal nach unten. Schauen wir die Sache mal an. Und dann gucken wir aber mal, vielleicht finden wir noch irgendwas. Da liegt auf jeden Fall noch ein Audiolog rum. Probably not though. It's incredibly advanced alien technology. No way some kid could work it. Nee, gell? Aber du. Sag mal, Schaugapfel. Day 2. So hungry. I've searched for food, but the only thing I've found are other people's annoying useless audio logs. Why did they bother when they clearly were in terrible danger? Each audio log I find is more irrelevant and boring than the last. I must keep looking for a way to survive.
Diese Kamera, was zur Hölle? Oh. Simon says. Was passiert, wenn ich es falsch mache? Schau mal. Ich versuch's mal weiterhin. I'm still stuck. Better try the other console. Ah, okay. Was so ein Fake hier? Oh! Why? No! Go find another way! Lamar, please! You're gonna have to find another way! Lamar, please! You're gonna have to find another way! Okay, ich beeil mich. Das sieht nicht wirklich spaßig aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Nein, Sir! Und jetzt auch noch weiter. Oh, hätte ich die damit einfach killen können. Wahrscheinlich hätte ich die damit einfach killen können. Naja, gut. Chance verpasst. Hoffe ich auch für dich. Du warst ein bisschen ganz schön im Arsch. Oh, komm schon, der musste raus. Füße hoch, Flachwitz. Ich komme da nicht. Aber ich... Moment mal ganz kurz. Kann ich... Achso, kann ich vielleicht... Aber was aktivieren damit? Nicht so wirklich. Okay. Okay, aus Entfernung bringt es nichts. Wie man einfach Cartman lachen hört. Was zur Hölle? Wo kam das denn her? Bringt nicht wirklich viel. Auch wenn es witzig ist. Ich gebe euch so viel, es ist auf jeden Fall witzig, aber nein. Was auch immer. Gehen wir da nach oben. Kann ich mich da irgendwie Super Mario-mäßig da drüber beamen und einfach rüberlaufen? Nein. Schade. Es geht ab. Ist kaputt, kann das sein? Oh, warte mal ganz kurz. Ist es das, was ich denke? Ich teste das jetzt. Shit, jawohl. Voll geil. Ah, hast du gesehen? Es kam aus meinem Arsch, Junge. Auch du kannst es haben. South Park Chili. Lass mal die Krücke in die Balls. Und dann den Bogen ausgepackt. Komm schon, zeig's mir. Oh, shit. Wie früh war das denn? Zu früh auf jeden Fall. Viel zu früh. Oh, das ist gut. Da ist auch eine weitere Konsole da hinten, wie es aussieht. Was hast du dabei? Weltraumgeld, leuchtendes Kristallstück. Ich habe hier gerade... Was mache ich denn? Ich habe hier gerade gesehen, wir haben noch einen weiteren Patch bekommen. Habe ich noch irgendwo Platz? Oder kann ich einen Patch an meinem Bart machen? Komm schon. Nur einen. Nee, leider keinen Platz mehr, aber ich schaue trotzdem mal. Einfach mal hier an einem Alien-Helm. Alien-Helm, Alien-Verteidigungsmatrix. Ne, halt mal, das war's doch hier. Verteidigungsmatrix. Fügt 7 Rüstungen zu und schwächt feindliche Angriffe. 7 Rüstungen und schwächt feindliche Angriffe. Das ist eigentlich gar nicht so übel. Was haben wir denn da dran hängen? Distanzangriffe fügen. Sagen wir so, ich mach mal das hier raus. Pack jetzt einfach mal den hier ran und teste es einfach mal für 1-2 Kämpfe. Schau mal, ob der Bogen dann wirklich so arg viel schwächer geworden ist oder ob man damit leben kann. Wow, was ist das? Audiolog. Day 4. I've looked everywhere, but I can't find anything to eat. Or a clue to get me off the ship. Just more audiologs. They're everywhere. For some reason I listen to every minute of every one of them, thinking there'd be some useful information, but it's like they're just filler. Useless filler. Shit. The filler that's driving me to madness. Wie recht sie doch haben. Da ist die zweite Konsole. Okay, mal gucken. Macht das mehr Sinn? Ich glaube, es war der falsche Knopf. Was? Komm schon! Oh, no, okay.
Ihr verarscht mich doch. Was? Okay. Ja, ich mach weiter, keine Angst. Yay, ich hab's voll drauf. Was für Pisser? Okay, that one doesn't work either. Head back towards the elevator. Willst du mich verarschen? Ich dachte schon. Jetzt muss ich wirklich so einen Scheiß lesen. Okay, I didn't want you to have to do this, but there's one more console you can try in that room across the bridge. The alien who works there is really tough, so be careful and remember to use electricity. Naja. Electricity? Ich nehme einfach den Monitor über, wie wär's damit? Da ist halt so ein Beast-Typ dabei, aber hey. Ja, Mu. Mu dich auch. So. Muss man deinen Handlanger hier ausschalten. Ja, nimm ruhig ein Schild. Ist okay. Wow, okay. Zorn nimmt alles mies. Machen wir es denn? Lass mal einen Haltrank rein. What the shit, Mann. Wie er abgegangen ist, einfach mal. Soll ich mit der Rambolen? Ich nehme erstmal den Bogen. Weil dann hat er eine Chance, dass er anfängt zu kotzen und dass er brennt. Naja, er brennt. Fuck. Viel zu früh. Naja, und er kotzt. Das war erfolgreich. Oh ja, komm schon, Knochenbrecher. Yes, noch einer. Und der hier, und deine Mutter auch noch. Du bist ein sehr zorniger Alien. Aber wer abhaut? Der Sicherheitschef. Also ich kann mit Sicherheit sagen, dass du eine Pussy bist. Mehr auch nicht. Oh, gib mir deinen Augapfel. Geistiger Augapfel. Alien-Handschuhe. Du hältst einen MP, wenn du Schaden blockst. Oh, okay. Das ist interessant. Warum drücke ich eigentlich immer Start? Ich weiß auch nicht. Angewohnheit. Alien-Handschuhe. Ah, als Abwehr erhöht zu Beginn des Kampfes. Lass mal hier das ablegen. Mal eine Alien-Handschuhe anpacken. Und die Verteidigungsmatrix noch reinhauen. Sehr nice. Sehen auch cool aus, von dem her. Win-Win-Situation. Hey, that did it! The force field's down. Come on back and we can get out of here. Oh, okay. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Bisher. Wie sie nicht mal juckt, Mann, dass er gerade in den Arsch gebumst wurde von einer Fuckmaschine für wahrscheinlich 3 Stunden oder so. Würde ein bisschen anders klingen, glaube ich. Oh. Ich hab mich fast selbst gebrutzelt. Moment mal ganz kurz. Was zur Hölle? Oh. Alter. Das ist ein Riesendildo. Ich hab schon wieder getan. Aliensonde. Oh, durchdringt 20 feindliche Rüstung. Nice. Ich glaube, ich habe eine neue Waffe gefunden, die ich benutzen sollte. Hier mal ganz kurz ablegen. Auf jeden Fall hier mit dem brennenden Dildo erstmal in den Kampf gehen. Wenn das mal nicht eine geile Idee ist. Oder ist es ein Einhorn? Ich habe keine Ahnung. Was ist benötigt? Weißer Kraftkristall? Ich futze dir jetzt ins Gesicht. Das kann ich tun. Nein? Nochmal? Willst du mehr davon? Du bist strange. Gut. Was auch immer. Den haben wir nicht. Geht's denn hier runter? Oh Gott. Day 7. Okay, I did find one audio log that was mildly amusing. A woman trapped on this ship left an audio log about some papers she had left in an alien cabinet. And she told me the code was 776. That was kind of cool, because I didn't know the code before that. Though when I opened the cabinet, there was only some kind of power-up I didn't really need. Ist das so? Ist das der Obdachlose hier? Wow.
keinen Scheiß, dein Mann. Dein Arm fällt ab. Dein Arm fällt ab? Warum bist du Deutscher? Warum ist der stinkende, mit Pisse befleckte Typ? Jawohl! Dude. Uncool. Wobei, es ist schon ziemlich witzig. Schönen ja. Tag. Ja. Du bist gegen so ziemlich alles resistent, ja? Jawohl! Boxe dich halt so. Scheiße! Alien-Verschwörungspenner, Mann. Autsch. Autsch! Sag ich doch. Nachmacher. Bei mir hat es zuerst wehgetan. Kein Scheiß. Na, jetzt mal noch ein bisschen mit dem Dildo ins Gesicht boxen. Ach du Liebe! Oh Mann. Alter Mann! Der Pimpel der Vergeltung! What the fuck? Autsch! Scheiße! Lass mal wie ein Geschäftsführer und Penner verprügeln. Oh, komm schon. Autsch! Ach du Liebe! Oh ja, Feuerschaden ist schon was Feines. Oh, ich soll einen Schluck nehmen? Nee, komm schon. Autsch! Muss nicht sein. Warte mal. Unnütz. Er ist down. Scheiße! Au, er ist nicht down. Shit. Autsch! Ich halt den Pimpel blocken. Mein Gott. Au, er ist doch down. Alufolienhut. Awesome. Ohne benutzte Spritze. Oh, yummy. Egal, kann ich mitnehmen. Im Sandkasten verbuddeln oder so. Was haben wir benutzt? Die Spritzen sind halt so tot. Was haben wir gerade gegeben? Alu, Hut. Was kann der denn? Hält die Aliens davon ab, in dein Gehirn einzudringen? Hält außerdem die Regierung, chinesische Hacker und den Hund, der dich anweist, Menschen umzubringen draußen? Oh, das ist ganz wichtig. Der Hund ist nämlich echt ein mieser Penner, Mann. Da kann der echt mal einen Tag versauen. Rüstung. Fügt 6 Rüstungen zu und schwächt feindliche Angriffe. Oh, okay. Okay, und hier haben wir... Das ist auch nicht schlecht, aber ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich packe mir den Aluhut erstmal. Der hat zwar keinen Sockel, wo wir irgendwas reinpacken können, aber durch die Augenringe in den Aluhut kommt es irgendwie noch ein bisschen stilvoller rüber. So kann man es auch sehen. Müssen wir hier rein? Ich weiß gar nicht mehr, wieso ich welche Tür wir gekommen sind. Great, you made it. Okay, use this panel here and we can all go home. Okay. Mach ich gleich. Ich guck mal noch ganz kurz, ob die andere Tür mich in irgendeinen anderen Raum leitet. Oder geht's einfach nur rechts rein? Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass es extrem sinnfrei war. Oh. Ach, war das mein Raum? What the fuck? Ich weiß auch nicht. Success. I found something that looks to be food. It's some sort of green fluorescent goo. I'm gonna have to try and eat some. It's not so bad. It's tangy and nutty. Would probably go well with a... Hey, what's happening to me? What's it? Ich habe meine Schreibungsgewichte! Was? Das war Deutsch? Achso, das war Deutsch. Natürlich war das Deutsch. Nein. Ich kann nicht den Dildo anfurzen. Ich glaube, der Kommentar von dieser Folge aus dem Kontext gerissen... Ist sehr interessant anzuhören, wenn man nicht weiß, um was es hier geht oder kein Bild dazu hat. Okay, schauen wir mal, ob wir es jetzt hinkriegen hier mit der Konsole. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Okay, es ging noch nicht mal los. Okay. Das war ziemlich easy. Oh! Das ist der weiße Kristall, Mann. I don't know who you are or if you're real, but consider me your friend. Oh, awesome. Until we meet again. Auch auf Facebook und so? Yay, auch auf Facebook. Nice, und neuer Vorteil. Weißer Kraftkristall. Schaut mal an. Das Alien-Cockpit. Dafür brauchen wir den wahrscheinlich auch dann. Denke ich doch mal. Jetzt lasst uns aber erstmal ganz gut schauen, was haben wir hier für ein awesome, was haben wir bekommen? Vorteil bekommen, ganz genau, ein Vorteil.
Okay. Schütz meine Eier, nimmst viel weniger Schaden. Ich weiß nicht mehr, was ich nicht wollte. Die Verwendung heilender Gegenstände lässt einen Angriff eine Weile mehr Schaden bewirken. Das ist auch nicht übel. Angriffe mit Distanzwaffen fügen zu. Oh yeah. Auf jeden Fall. Mit dem awesome Mongolenbogen. Das ist gut. Okay. Und eine Nachricht von Randy. Rechts von dem Raum, in dem wir eingesperrt waren, ist ein Fahrstuhl. Du kannst über ihn fliehen, aber ich habe ihn kaputt gemacht, als ich ihn benutzt habe. Du musst ihn reparieren. Tut mir leid. Was? Komm schon. Wie hast du deinen Aufzug kaputt gemacht, Mann? Dann hast du dich 2 Minuten alleine. Und du holst dir Hodenkrebs oder so. Ich weiß auch nicht. Und hüpfst mit deinem Sack durch die Stadt. Leute, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut rein und dann betreten wir beim nächsten Mal das Alien-Cockpit und reparieren irgendwie den Aufzug. Bis dahin. Haut rein.